Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch gerne meine kleine Bestellung von Lime Crime zeigen und euch zusätzlich in dem Video auch nochmal ein paar Fragen beantworten, was so das Thema Zollgebühren oder Versandkosten und Bestellungen aus Amerika angeht. Also ihr habt mir da auch auf Instagram ein paar Fragen gestellt und ich denke auch so werden jetzt einfach ein paar Fragen aufkommen, die ich gerne mal aufklären möchte. Da der ganze Spaß ja auch ein bisschen teurer ist, wollte ich mir das einfach genau überlegen, denn ein Velveteen liegt ja schon alleine bei $20 und ich habe zwei bestellt, zusätzlich dann auch noch einen Lippenstift für $18 und ja, die Versandkosten für das internationale Shipping liegen bei $10,95. Das kommt dann auch nochmal mit dazu und wie gesagt, hatte ich da auch noch Angst vor den Zollgebühren. Das Coole ist aber, dass Lime Crime seine Pakete als Gift bezeichnet oder losschickt, das heißt als Geschenk und dann habt ihr keine Probleme mit dem Zoll. Da müsst ihr euch, denke ich, keine Gedanken machen. Ja, also es hat auf jeden Fall alles sehr gut geklappt, das wollte ich auch noch dazu sagen. Ich habe am 7.1. bestellt, also sofort, als ich gemerkt habe, dass die Velveteens, die ich eben haben wollte, wieder erhältlich waren und habe dann auch per Kreditkarte bezahlt. Man kann auch noch per PayPal bezahlen, das habe ich aber nicht. Deswegen habe ich einfach Zahlung per Kreditkarte gewählt und am 14.1. habe ich dann auch eine Versandbestätigung von Lime Crime bekommen, dass mein Päckchen ja losgesendet wurde. Ich habe auch eine Tracking-Nummer bekommen, die allerdings bei mir leider nicht funktioniert hat. Also ich konnte mein Paket nicht verfolgen. Das ist irgendwie immer hängen geblieben, wenn ich die eingegeben habe. Da wurde nichts abgedatet oder so. Also das war immer derselbe Status, dass es eben versendet wurde. Aber okay, wie gesagt, am 14. wurde es losgeschickt. Heute ist der 22.1. und ich habe das da. Ja, das Ganze hat jetzt genau 2 Wochen bei mir gedauert. Das steht aber auch auf der Lime Crime Homepage somit da. Also, dass es um die 1 bis 4 Wochen dauern kann, weil das eben auch eine Bestellung aus Amerika ist. Da kann immer mal was passieren. Und ja, ich bin super, super glücklich, dass das ist endlich bei mir angekommen ist. Das Paket ist auch mega hübsch. Ich habe euch das ja, wie gesagt, schon auf Instagram gezeigt. Und heute trage ich auch gleich ein Produkt aus meiner neuen Bestellung. Und deswegen, ja, ich will euch nicht mehr weiter auf die Folter spannen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie mir gerne in den Kommentaren. Ich beantworte euch die gerne. Und kommen wir auch schon zum Paket. Und zwar sieht das so aus, wenn ihr das öffnet. Also wirklich mega, mega hübsch gemacht, wie ich finde. Von außen sehr unscheinbar, aber ja, wie gesagt, die Verpackung von innen ist einfach wahnsinnig süß gemacht. Und kommen wir auch schon zu den Produkten, die ich bestellt habe. Und zwar habe ich mir ja 2 Velveteens bestellt. Einmal die Farbe, die ich auch heute trage. Das ist somit die neueste, die Lime Crime rausgebracht hat. Und zwar ist es der Velveteen in der Farbe Kaschmir. Und so sieht die Verpackung aus. Ist auch total süß gemacht in so einem Rot mit ein paar Rosen. Und hier steht dann nochmal Velveteens mit drauf. Und ja, wie gesagt, die Farbe Kaschmir, die trage ich heute auch auf meinen Lippen. Das ist einfach ein super schöner Ton, der so total 90s-mäßig aussieht und ich liebe den. Also der hat ein wahnsinnig schönes Finish, fühlt sich super schön seidig auf den Lippen an und ich trage den jetzt auch schon ungefähr 1,5 Stunden. Es hat sich noch nichts abgesetzt und ja, ich finde den wirklich wahnsinnig schön. Und hier ist dann der Lippenstift und Lime Crime beschreibt diese Farbe als graustichiges Beige und das würde ich eben auch so sagen. Ihr seht das ja auf meinen Lippen, es ist ein sehr schöner Braunton mit einem grauen Unterton und ich finde den super, super hübsch. Hier könnt ihr die Farbe nochmal in der Packung sehen. Auf meinen Lippen kommt die aber ein bisschen anders raus, muss ich sagen. Und ich kann euch die gerne auch mal swatchen. Ist wirklich ein wunderschöner Lippenstift. Die Textur ist super schön seidig und samt. Und ja, da könnt ihr die Farbe sehen. Die ist erst etwas glänzend und wird dann total matt und trocken auf den Lippen. Es ist aber nicht so ein übles, trockenes Gefühl, wie manche Mattlippenstifte einfach haben. Ich trage ihn jetzt ja schon ein bisschen länger und meine Lippen fühlen sich immer noch gut gepflegt an. Und ja, das ist auf jeden Fall die Farbe Kaschmir. Der zweite Velveteen, den ich mir dann gekauft habe, ist dieser hier. Und zwar ist es die Farbe Wicked. Das ist ebenfalls so ein super gehypter Ton. Das ist einfach dieses wirklich dunkle Rot, das wahnsinnig hübsch aussieht. Und hier könnt ihr das in der Packung sehen. Aufgetragen habe ich das noch nicht, aber da freue ich mich auch schon total drauf. Ich werde euch jetzt mal davon Swatch machen. Und ihr werdet sehen, es ist wirklich ein dunkles Blutrot. Es sieht super schick aus. Also zu so einem dezenten Augen-Make-up kann ich mir das wirklich gut vorstellen. Hier könnt ihr die Farbe sehen. Ist, denke ich, auch so ein Rotton, der jedem steht. Also ich denke, egal welche Hautfarbe, welche Haarfarbe man hat, das ist so ein Ton, der immer geht. Der ist wahnsinnig hübsch und ja, obwohl er so dunkel ist, irgendwie auch klassisch, wie ich finde. Und ich freue mich schon total, den ausprobieren zu können. Und in den Velveteens sind übrigens 2,6 Milliliter enthalten. Das ist leider nicht so viel. Ich bin mal gespannt, wie lange man denn damit so ein Produkt hinkommt. Aber wie gesagt, ich bin super begeistert so von dem ersten Blick her und freue mich auch schon total, wenn ich diese Farbe dann auftragen kann.
Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt, das ich mir bestellt habe. Und zwar ist es ein Lippenstift, und zwar dieser Unicorn Lipstick in der Farbe Centrifuchsia. Das ist einfach so ein wunderschöner Fuchsia-Ton, wie der Name schon sagt. Kommt ja auch in einer mega niedlichen Verpackung mit Einhörnern mit drauf. Und ja, die Umverpackung vom Lippenstift ist sowieso super cool. Also ich wollte jetzt schon seit immer meinen Lime Cream Lippenstift haben, vor allem auch wegen der Verpackung. Das ist einfach diese lilafarbene mit diesem glitzernden Einhorn. Hier steht dann nochmal Lime Cream in so einer Glitzerschrift mit drauf, und das sieht einfach super kitschig und super süß aus und irgendwie, ja, der perfekte Lippenstift. Also ich wollte ihn unbedingt haben. Hier sind enthalten 3,5 Gramm und die Farbe sieht so aus. Ist einfach, wie der Name schon sagt, so ein wunderschöner Fuchsia-Ton. Ein bisschen dunkler und riecht übrigens wahnsinnig gut. Die Velveteens riechen auch super lecker. Also ein bisschen vanillig, aber nicht so wie die MAC Lippenstifte. Ein bisschen intensiver, aber auch wirklich total lecker. Und ich zeige euch mal kurz die Farbe. Stelle ich mir auch super schön für den Sommer. Ist einfach mega knallig und ja, eine ganz coole Farbe. Ich denke, sowas Ähnliches habe ich bestimmt schon da, aber ich dachte mir, komm, wenn ich schon einmal bestelle, dann bestelle ich mir gleich hier nochmal so einen mit. So einen klassischen Lime Crime Lippenstift sozusagen. Es gibt noch tausend verschiedene andere Farben. Ihr könnt da türkisfarbene Lippenstifte kaufen, grüne Lippenstifte, gelbe Lippenstifte. Aber ja, das mag ich alles nicht so gern. Deswegen habe ich mir da ja so einen Pinkton ausgesucht und den finde ich auch sehr, sehr hübsch. Ja, dann habe ich noch einen kleinen Tipp für euch, und zwar, wie ihr am besten die Velveteens auftragen könnt. Viele machen das ja einfach so ohne Lip Liner. Ich bin aber ein sehr, sehr großer Fan von Lip Linern und möchte darauf nicht verzichten. Ich trage heute auch einen Lip Liner, der die Farbe meines Velveteens nicht unbedingt verfälscht, wie ich finde. Und zwar ist das hier ein Lip Liner von Manhattan aus der Extreme Last Lip Liner Serie. Der sieht so aus. Das ist einfach der, den ihr rausdrehen könnt, und das ist so ein hübscher Mauve-Ton. Ist übrigens die Nuance 59Y. Und ja, ich swatche euch das einfach mal neben dem Velveteen, da könnt ihr das mal sehen. Ja, und so sieht das aus. Das ist der Lime Crime Velveteen und das ist der Lip Liner. Wie gesagt, ich trage das auch heute in Kombi auf meinen Lippen. Ich finde, das passt sehr, sehr gut zusammen. Zu Wicked habe ich jetzt noch nicht gesucht, welcher Lip Liner ja da passen würde aus meiner Sammlung. Aber wenn ich das dann herausgefunden habe, werde ich euch das auf Instagram auf jeden Fall auch wissen lassen. Ich finde, es ist schon wichtig, einen Lip Liner zu benutzen, obwohl die so trocken sind. Ja, es ist trotzdem irgendwie eine glossige Textur am Anfang und ich möchte das einfach vermeiden, dass das irgendwie in die Lippenfältchen läuft. Das sieht sehr ungepflegt aus, wie ich finde. Deswegen, ja, Lip Liner ist für mich immer ein Muss. Und der passt da auch sehr, sehr schön dazu, wie ich finde. Und ja, so als kleiner Tipp noch am Rande. Also ihr braucht nicht unbedingt einen Lip Liner. Wer aber auf ein sehr sauberes Ergebnis steht, vor allem auch bei sehr auffälligen und dunklen Farben, sollte trotzdem einen verwenden. Ja, ihr Lieben, das war es jetzt auch schon von mir. Das war mein kleines Video zu der Lime Crime Bestellung, die ich euch unbedingt nochmal live zeigen wollte. Ich hoffe natürlich sehr, dass mein Video euch gefallen hat und ich euch vielleicht ein bisschen so die Angst genommen habe, im Ausland zu bestellen. Also falls euch da irgendwelche Sachen ansprechen, dann schaut euch das unbedingt an. Bestellt das, wenn die vorrätig sind. Ihr könnt damit wirklich nichts falsch machen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!